Ach, Chromie ist hier die wichtige von den Bronzedrachen. Hm, haben wir das nicht schon einmal gemacht? Ich fühle mich wie eine Blutwurst. Der Tag, an dem Chromie stirbt. Sprechen mit Chromie und reist dann in die Zukunft, um zu erfahren, wie sie stirbt. Haltet euren Helm fest! Wir reisen durch die Zeit! Wie wird Chromie wohl sterben? Der Angriff beginnt, spricht so sieht man sich wieder! Ich glaube, wir sollten unsere Ermittlung mit der Befragung eines bronzenen Drachen beginnen. Ich bin bereit, wenn ihr seid. Na gut, wollen wir mal schauen. Ich glaube, das ist die richtige Zeit. Plus minus eine Minute. Bin ich schon tot? Bin ich schon tot? Gut, da, ich bin da drüben. Hallo, ich. Hallo, ich. Oh, hallo. Was machst du denn hier? Wunderlarant, ich bin Chromie. Du musst zum Wurmbrot-Tempel, aber da ist unten so ein Portal in Dalaran. Was ist das denn? Und da ist er tot. Wow, gut, Szenario beendet. Danke, tschüss. Das war alles? Hi. Tag, an dem Chromie stirbt. Rückspult. Sprecht erneut mit Chromie, reist er in die Zukunft und sammelt Informationen von den anderen Botschaftern des Wurmbrot-Tempels. Habe ich das nicht schon einmal gemacht? Das sagt sie auch in Heroes und das passt hier gerade. Bin ich nicht gerade schon mal gestorben? So, gehen wir mal mit den Botschaftern. Sprecht frei heraus. Irgendwas an eurer Aura ist merkwürdig, Blutelf. Eure Präsenz wirkt wie aus einer anderen Welt, als ob ihr hier nicht hergehört. Kalikos betrachtet Chromie. Ah, ich verstehe, Zeitreisen. Das könnte es erklären. Kalikos betrachtet euch misstrauisch. Habt ihr in der Zeit etwas Sonderbares gesehen? Nicht wirklich, die Leylinien spinnen immer wieder herum, aber das ist in diesem Teil der Welt nochmal. Ich verstehe es nicht. Etwas an euch kommt mir bekannt vor. Klingt nach Alltag für die blauen Drachen. Das hätten sie aber mal komplett vertonen können, weil das ist ja nun mal so ein krasses Was Story. Was führt euch hierher? Wie ich sehe, begleitet euch Chronormo. Darf ich fragen, seid ihr der Zukunft oder der Vergangenheit entsprungen? Wobei, wenn ich länger darüber nachdenke, antworten lieber nicht. Solche Angelegenheiten überlässt man lieber den bronzenen Drachen schwamm. Ist er ein grüner? Wahrscheinlich, ne? Habt ihr in der letzten Zeit etwas Sonderbares gesehen? In der Tat, ja, die Gartenbewohner des Smaragddrachenschreins hat ihre Mühe, die Träume im Schlaf zu halten. Einige der Urtümer sind unerwartet aus dem Traum erwacht und wir müssen im Grund noch heraus. Ich verstehe es nicht. Vielen Dank, Lord Itarius. Wir sehen uns das an und geben Bescheid, wenn wir etwas finden. Ja, Champion. Willkommen im Wurmbrot-Tempel, Zeitreisender. Rat steht euch zur Verfügung, weil ihr uns braucht. Habt ihr in der letzten Zeit etwas Sonderbares gesehen? Die Toten sind wieder unterwegs. Der Rubindrachenschrein verfügt über eine lange Geschichte des Streits mit den Untoten. Der Großteil dieses Streits ist mit dem Fall des Lichtkönigs abgeklungen, doch in letzter Zeit gibt es mehr derartige Ereignisse. Ich verstehe, Untote greifen den Rubindrachenschrein an? Das sehen wir uns an. So sieht man sich wieder. Sie hat Alexstrasse Ali oder Ellie genannt. Habe ich Ärger zu erwarten? Habt ihr in der Zeit etwas Sonderbares gesehen? Etwas Sonderbares? Die andere Chromies wenigstens sind vertont. Oh, ich habe vor ein paar Stunden diesen schwarzen Drachen gesehen. Wie hieß er noch? Todesschwänger? Nein, nicht den. Den anderen. Den mit dem der Hut. Der schwarze Drache, aber nicht Todesschwänger, der mit dem Hut. Ich bin sicher, er wollte zum Obsidian-Drachen schreien. Ja, das ist hier. Wie heißt Wir er denn? Wir gehen der Sache auf den Grund. Danke. Rathion. Wie heißt denn auf Deutsch? Orion. Sieht aus, als hätten wir ein paar Drachenschreine zu untersuchen. Gehen wir, ein paar Drachenschreine untersuchen. Oh, da kommt wieder die Explosion. In meinem Kopf klang das viel besser als laut gesagt. Alle Drachen haben Chromie angegriffen. Was ist denn da los? Also da kam Bronze, Smaragd, Rubin. Hi. Zurückspulen. Die vielen Vorteile des Zeitdrachen da sein. Spricht ein drittes Mal mit Chromie, reist in die Zukunft und versucht sie erneut zu retten. Hm, haben wir das nicht schon einmal gemacht? So, ich chronoportiere uns an einen Punkt 4 Stunden vor dem Angriff. Damit sollten wir jede Menge Zeit haben, dieses Chaos zu entwirren. Okay, wir haben jetzt 4 Stunden Zeit. Ja klar, warum auch nicht? Huch, seltsam. Irgendetwas sperrt mich aus genau diesem Zeitpunkt aus. Egal. 4 Stunden waren vermutlich sowieso etwas zu früh. Versuchen wir es mit 1 Stunde. Dann machen wir halt nur 1 Stunde. Okay, langsam mache ich mir Sorgen. Wer auch immer diesen Angriff dirigiert, hat wirklich seine Hausaufgaben gemacht. Irgendwie werden meine Chronoporte blockiert.
Versuchen wir es noch ein letztes Mal. 30 Minuten. Yay, das hat geklappt. Was ist hier los? Das ist eine interessante Quest. What the hell, Digga? Und stopp! Keine Bewegung! Ach, jetzt hat sie die Zeit eingefroren. So sieht man sich wieder. Na bitte! Wir sind jetzt 15 Minuten vor meinem Tod. Sie sagt das so entspannt. 15 Minuten nicht vor ihrem Tod. Um mich zu retten, aber mehr kann ich momentan nicht tun. Was? Ich kann Chromie Talente geben? What? Überdenken wir unsere Strategie. Ändert Chromie Talente. Was? Zeit anhalten. Chromie kann einen Gegner und alle weiteren Gegner von 5 Metern für 3 Sekunden einfach einen Bonus, erhöht Schaden und Heilung um 5% und Schleunigung erhöht die Bewegungs- und Breitgeschwindigkeit um 20%. Bonus erhöht Schaden und Heilung um 5%. Ja, dann nur wohl Stun, oder? Nehme ich. Hi. Ich bin bereit. Retten wir euer Leben. Beginnt das Szenario. Los geht's. Beendet alle Angriffe auf Chromie. Denkt mehr über ihre Angriffe, in Erfahrung und wie auch immer. Okay, erstmal zum Markt dran. Was denn? Nach dem zweiten Mal, das sah so witzig aus. Wie sie aufs Maul kriegt. Ja, vor allem, da kommen ja so Kugeln aus allen Drachenschreien angeflogen. Also es muss müssen ja irgendwelche kranken Drachen sein. Schubidu, ich wär so gern wie du. Hier. Die Schere, die Garten bewahren. Ich bin geehrt. Wir wollen herausfinden, wer Chromie angreifen wird. Habt ihr etwas Ungewöhnliches bemerkt? Das haben wir. Die Träumer sind unruhig. Es ist überwältigend. Wir können die Göttin schützen. Können wir behilflich sein? Isera ist doch gar nicht hier. Wie sonst immer. Chromie in so einem kleinen Drachenwelpen. In so einer kleinen Drachenwelpenform. Ist auch nicht schlecht. Borkiron. Geiler Name. Helf mir. Ja, mach ich. Sag mir nur wie. Soll ich vielleicht mit Chromie reden? Hilfe. Was soll ich machen? Ishnudaldieb. Da können wir behilflich sein. Elun sei mit euch. Da können wir behilflich sein. Hm, haben wir das nicht schon einmal gemacht? Ja, und was soll ich jetzt machen? Der Zeitstrom repariert sich nicht von selbst. Ich muss näher ran. Verzögerte Fasern. Kommunizieren verzögerte Fasern und 18 grünliche Federn zu einem Albtraumfänger. Aha! Das tut mir leid. Das ist zu weit entfernt. Du mal, Chromie. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Kann ich nicht angreifen. Okay. Ich treffe den da an. Ich muss näher ran. Das ist ja okay, das ist. Habe ich alles? Begebt euch in den zweiten Abtraum, warum auch nicht? Ach du Scheiße. Blühbart. Blühbart. Die Antwort am Wasser. Okay. Ich bin am Wasser. Zeittruhe. Aus dem Kackhaufen. Sande der Zeit. Wählt eine von zwei Zeitlinien. Ihr gebt Chromie die Sande der Zeit und hört die Rate eurer Rufzunahme bei ihr. Sonst Herr Bonner hört den Ruf. Behaltet ihr seine Zeit für euch und verschafft euch etwas zusätzliche Zeit, bevor Chromie stirbt.
Nö, ich will Ruf. Okay. Wo sehe ich denn? Habe ich hier irgendwo einen Timer? Ach, guck mal, wir sind Level 112 und Gegenstand Stufe 1000. Jetzt wissen wir, was in der Zukunft passiert. Warum reite ich eigentlich, wenn ich fliegen kann? Okay, aber ich... Hä? Das war's noch nicht. Ich will jetzt nicht nochmal so einen Traumfänger basteln müssen. Auch nicht ernsthaft. Mango. Das ist zu weit entfernt. Gerade ist eure Zeit abgelaufen. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Wir haben nur noch etwa 10 Minuten. Ach, man hat wirklich exakt reale 15 Minuten dafür Zeit. Ich muss näher ran. Schon mal was ganz Neues. Das kann ich nicht angreifen. Eure Zeit abgelaufen. Wie viel Federn? Okay, einmal, zweimal Federn, zweimal Fasern. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Oh Gott, mir fehlen immer noch Federn. Das ist zu weit entfernt. Ach, hier unten ist der Timer hinter meiner Tasche. Okay, gibt's am Wasser. So, auch gerade beim Schmalkdrachenstein. Das kann ich nicht angreifen. Der Angreifer liegt in der Hand des... Och Gott! Ich muss mich nochmal so einen Traumfänger holen. Bin jetzt gerade schon wieder disconnected. Ich denke mal, man braucht die zusätzliche Zeit nur, um das Rätsel zu lösen. Aber wenn man das nicht zweite hat... Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Tony schießt ja sogar diese Sandbälle. Was Heroes. Das ist cool. Tony, warst du schon im Szenario? Das ist zu weit entfernt. In die Klaue des Drachens. Kann ich nicht angreifen. Muss ich hin? Wenn du im Smaragdrachen schreiben bist, musst du in die Klaue des Drachen mit dem Traumfänger. Okay. Ist die Frage, wo ist hier die Klaue? Das ist hier eine Hand des Drachen. Ach, er hier ist auch noch. Ach, die sagen mir einfach nur, wo die anderen Jungs sind. Ja, toll. Ach, hier sind einfach... Okay, ich dachte, das wäre ein krasser Hinweis, das aber nein, es sind einfach nur drei Bäume, die gefangen sind. Den großen Albtraum aufhalten. Die Träume haben uns drei Hinweise gegeben. Großer Albtraum am Wasser, Hand des Drachen. Wir müssen
lassen nur herausfinden, was sie bedeuten. Weisheit der Ultimus, hinter den Seite sich im Smaragddrachenschrein versteckt.